Schön, dass ihr wieder da seid. Herzlich willkommen zurück in 7 Days. So, wir werden hier schnell hier vorne den Fußboden fertig machen und dann machen wir uns erstmal die Quest. Die ist ja gleich gegenüber. Ist ja nur Konventuntergang. Mir gefällt das nicht, dass das hier so halb fertig rumsteht. Halt, ich brauche den Hammer, nicht die Waffe. Gut, gut. Den würde ich sagen, fangen wir mal hier an. So, hier reicht einfacher Beton, wie die anderen Wände auch. Die trocknen immer noch vor sich hin. Ist nicht schlimm. Noch der Quest dürfte es trocken sein. Jetzt ziehen wir die Decke rein und den können wir hier auch anständig einrichten. Dass wir die anderen Chemietische hier hinkriegen. Habe ich ja schon gesagt, ich will erst die Farbe haben, weil ich sonst wäre nicht dahinter kommen. Und aber vielleicht dürften wir hier noch den Level abkriegen. Schön wär's. Boah, da haben wir noch etwas Zeit, Gott sei Dank. So. Einmal schön hier durchzimmern. Obwohl eigentlich schade, dass der Beton, aber ich komme, das habe ich schon ein paar Mal gesagt, nicht so schwarz bleiben. Mir gefällt das Schwarz optisch wirklich sehr gut. Aber die habe ich auch noch nicht als Farbe gesehen, dieser feuchte Beton. Das wäre schon cool. Jut. Wunderbar. Kriegen wir hin. Ich habe das Gefühl, ich habe Hang dazu, immer viel zu groß zu bauen. Aber es sieht auch immer so, weiß nicht, ich mag das nicht so klein. Das ist alles so beengt und man kann sich nicht bewegen und man kriegt nicht ordentlich hingestellt und es ist einfach furchtbar. Ich bin auch kein Fan von diesen Tiny Houses, die zurzeit irgendwie modern sind. Alles auf engstem Raum, ich weiß nicht. Fühle ich mich einfach nicht wohl. Weil ich muss jetzt keine riesen Villa haben. Da würde ich mich auch nicht wohlfühlen, wo man sich am besten verläuft, um das eigene Schlafzimmer zu finden. Das jetzt auch nicht. Aber ein bisschen Bewegungsfreiheit. Also ich will nicht, wenn ich mich am Kreis drehe, überall rankomme. Das noch nicht. Ich will zumindest ein paar Meter laufen müssen. Aber ich glaube, dort ist alles Geschmackssache. Ja, aber jetzt glaube ich, wie gesagt, erstmal die Quest. Ich konnte das hier drüber alles trocknen. Dann passt es. Da außen hatte ich schon gemacht, oder? Hoffe ich mal. Ich weiß es jetzt gar nicht mehr. Ah, kriegen wir noch. Wände kriegen wir sie auf jeden Fall durch die Quest. Wenn wir es hier nicht hinkriegen. Gut, gut. Der Chemietisch wird gleich mal reingucken, weil ich glaube, der ist fertig. Der muss natürlich unnötig Holz hinbringen. Wir haben ja eh kaum noch was. Und der Strich da unten fällt ja gleich nicht mehr auf, wenn es hier trocken ist. Ah, ich glaube, die EP kriegen wir hier noch hin. Da bin ich mir ziemlich sicher. Da können wir da, glaube ich, die Punkte reinzwiebeln. Damit wir das mal hinkriegen. Und dem bin ich mal gespannt mit der A20, ob sie jetzt kommt dieses Wochenende oder nicht. Wir werden sehen. Gut, gut. Siehst du mal, da ist Level Up, wunderbar, die letzten paar Punkte machen wir jetzt trotzdem noch. Dann kann es hier trocknen. Jupp. Ich glaube, Beton haben wir jetzt eh größtenteils verbraucht. Jupp. Ja, gut. Ist nicht mehr so viel von übrig, ne? Der hier oben ist auch fast trocken. Sehr schön. So, der hier. Er ist fast fertig in 3 Minuten, gut. Kriegen wir hin. Eins hat dem anderen. Einmal kurz hier rüber. Hier soll später übrigens die Treppe hoch, deswegen habe ich hier noch nichts gemacht. Gut, der ist auch noch fleißig dabei. Ich packe jetzt aber trotzdem das hier erstmal rein. Das reicht. Den können wir damit draufpacken. So. So, die. Ja. Habe ich die schon unten? Ich glaube nicht, ne? Warte mal. Mal kurz Lugi-Lugi machen. So viel Zeug muss sein. Leben auf jeden Fall. Lalalala. Pflasterstein noch nicht, ne? Plastikfarbe, Rohre, Schraubfeder, Elektro, Klebeband. Nein. Dann kommen sie hier hin. Ich glaube, die hatte ich echt nicht, ne. Gut, dann nehmen wir die mal. Nehmen wir mal Gobli. Dann weiß ich zumindest, was gemeint ist. Ich komme mit Pflasterstein echt immer durcheinander. So, Rinder. Muni eh nach oben, das auch nach oben. Alles klar. Ich glaube, das Scheune hatten wir auch nicht mal allzu viel. Ne? Das meiste haben wir jetzt wirklich. Oh, hier nicht auch noch Beton. Ich glaube, den Beton werde ich später auch nach unten machen. Die packen wir erstmal da rein. Die brauchen wir jetzt nicht im Questhaus. Das kommt in unsere Geldkiste, die hier ist, ne? Ja. Gut.
Dann erstmal rüber zu Quest. Wir haben genug Platz. Da brauche ich das Motorrad jetzt nicht mitnehmen. Das ist nur eine kleine Quest. Denn wenn wir uns am nächsten Tag, würde ich sagen, die Hordenbase mal kurz zur Genüge ziehen, ob das reicht. Und, oh, da muss ich gleich unbedingt mal nachgucken. Wegen Stahl. Wir müssen Stahl machen. Ganz vergessen. Oh, ist hier wieder Benzin drin? Diesmal nicht. Das Messing lasse ich jetzt mal hier. Da war drin? Naja, gut. Diese Bude hatten wir ja schon mal komplett durchgelutscht, aber gibt es immer wieder brauchbare Sachen. Hallöchen. Oh. Geschwisterleuchtauge. Okay. Bitte. Ja, gut, die Bienen können wir essen. Die haben definitiv echt kein Rezept. Aber Muni immer gut. Schaufel auch immer gut. Besonders wenn es wertvoll immer gut, außer dass jetzt Materialien sind. So. Gut, ist hier noch irgendwas? Jo. Naja, das können wir getrost zerlegen. Chili kommt mit. Kann man lecker schmackofanzi Essen draus machen. Na, da kommt auch mit. Kein Kommentar. Ja, ist super gefährlich, du. Die Kompensation können einen erschlagen, ne? Die muss man vorher auch einmal Probe erschießen. Wundert mich eigentlich, dass nichts aufgewacht ist bei dem Schuss eben. Sag mal. Ey, Shorty. Shorty? Danke. Shorty. Midi. So schlimm mit dir. So, weiter geht's hier. Ich war ja noch nicht fertig. Und hier kamen wir, ne? Ja. So, ich glaube, das Buch finden wir auch noch, oder? Das fehlt mir definitiv noch mit den Messingtüren, okay. Schade, das ist sonst immer eines der ersten, was ich finde, aber diesmal? Naja, man kann nicht alles haben. Hier noch was hinter oder so? Oh, Muni. Müll, Müll. Ah, das nehmen wir mit, aber. Ansonsten. So, du kommst mal mit. Messing lassen wir jetzt mal hier, das können wir uns auch später hier rausholen. Den nehmen wir mal mit. Da ist nichts drin. Und hier geht's hier hoch. Alter, ist da was drin. Jo. Ein Schmerztablettchen, gut. Warte mal, wir wollten den Punkt verteilen. Gut, groß rumblubbern, dass ich das hier machen will und den. Wir brauchen hier erstmal den. Alles klar. So, da brauchen wir schon 3 Punkte, damit wir auf 10 kommen. Müssen wir heute darauf hinsparen. Hallo, hallo. Schon wieder das Sordi mit seiner Frau Miss Vetter. Ja. Ihr kommt alle dran. Das kommt mit. Die guten Luxusstühle selbstverständlich auch. Dort jetzt eher weniger. Fleisch ist immer gut. Ist recht Gammelfleisch. Sehr gesund für Felder. Und für Penne-Eintopf. So, ich glaube, hier war noch ein Keller unter oder so, wenn ich mir die Tür schaue. Das werden wir gleich sehen. Also ich meine nicht den, aus dem wir kommen. Und ich glaube, aus dem Partykeller oder sowas. Gut, den nehmen wir jetzt auch mal mit. Ein bisschen Wasser können wir ja noch gebrauchen. Und schon wieder der Penne-Eintopf. Leck mich. Alter, der verarscht mich echt. Eine komplette Staffel lang. Nicht einmal gefunden. Und jetzt kriege ich das Ding hinterhergeschmissen, wie nichts Gutes. Das ist schon das 4., 5. Mal jetzt? Da komme ich jetzt mal kreuzweise in der Penne-Eintopf. Och, da kommt die Zeug. Ja, was? Erst finden wir keine Waffen und werden hier dauerhaft taktiert. Und jetzt kippen die Viecher um, wie nichts Gutes. Das ist. Fühlt man sich ja auch schon irgendwie so ein bisschen Arsch, ne? Das kommt mal alles mit. Den Euber hier hoch. Ja, oh, da ist der nächste Polizist. Jo. Wo bist du denn, mein Freund? Ups. Hier wird nicht geplatzt. Gerade Sorgen. Absolutes Platzverbot, Junge. Erst weniger Donuts, dann hast du auch nicht diese Probleme. Gut, gut. Den auf jeden Fall. Da, nö. Du kommst mit.
Noch nochmal rennen. Du, dich machen wir auch auf. Vielleicht haben wir ja dort mit Glück ein bisschen Muni drin. Schön wäre es zumindest. Muni, Muni, Muni. Ich brauche dich so sehr. Muni, Muni, Muni. Bitte komm doch her. So oder nicht? Muni, Muni, Muni. Ich brauche dich so sehr. Na, kommst du her? Ja, und? Wieder die Jacke. Na ja, gut, kann man. Kann man wenigstens verkaufen. Danke. Oh, hier ist noch ein Experte. Und Shoddy. Sehr schön. Und oben waren ja auch noch welche, oder? Die brauche ich jetzt. Obwohl, wir haben Platz. Da muss man nicht alles liegen lassen. So, hier noch was Brauchbares? Haben wir schon. Was ist das? Ich werde zum Hirsch. Nein, dann bleib beim Hirsch. Ich werde hier jetzt bestimmt nicht zum Hirsch. Das Einzige, was ich werde den nächsten Tag, ist hoffentlich wieder gesund. Und da können mir Hirsche auch nicht helfen. Du kommst mit. Ah, das will das Dorf. Oder wollen wir hoch in die gute Stube in Ehl? Und wieder runter in die gute Stube. Hallo, Chelsea. Du bleibst jetzt mal liegen. Du wirst nicht platzen. Nein. Und du kommst da mal runter. Danke. Und bleibst liegen. Bitteschön. Oh, haben wir hier noch was Brauchbares? Natürlich nicht. Haben wir Beute schon. Dort ist leer. Gut, man kann nicht alles haben. Hier haben wir noch ein paar gute Goblin-Stones. Goblin-Stones sollte man nie unterschätzen. So. Nehmen wir alle mit. Oh, den. Naja, das ist immer jetzt doof. Du kommst nochmal mit. Sehr schön. Ach, Junge. Trab an. Du der Einzige oder hast du noch Kollegen hier? Anscheinend warst du der Einzige. Quiz ist fertig. Okay. Den gucken wir hier nochmal rein. Ein paar leere Gläser. Warum nicht? Warum nicht? Sehr schön. Gucken wir hier. Ach, was soll's. Brauchen wir es nicht unbedingt, aber was soll der Geiz? Wir haben ihn Platz. Da noch ein paar Schemdüschen. Jo, und gutes Gammelfleisch. Sehr schön. Das kommt mit. Das zerlegen wir, das zerlegen wir, das kommt mit. Ja, gut, nehmen wir jetzt auch mal mit. Ah, komm, zerlegen wir auch. Da sind die Teile mehr wert. Der kommt den weg. Den nehmen wir mal auf. Leder haben wir ja sowieso mehr als genug im Moment. Das doch. Aber noch genug Platz, die Quest abzugeben, ehrlich gesagt. Lass mich doch mal raus hier. Schlimm. Halt, halt. Wo ich die vergesse. Die muss natürlich auch mit. Ja, sie ist immer ein gutes Chili-Düschen. Da. Wo ist der Ausgang? 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 Da. Gut, lass mich mal hier raus aus der guten Stube. Hier, wir nehmen jetzt den Haupteingang. Dazu sind Türen schließlich da, zum Öffnen. Da noch irgendwas drin? Nö, doch. Ein Tischchen. Mit Müll. Ah, gut. Kann man das Auto looten? Wahrscheinlich nicht, ne? Platz. Oh, ist ein bisschen beengt, aber es geht, es geht. Schnappen wir uns mal schnell das Motorrad. Unsere schöne Apokalypse-Harley. Und tingeln mal schnell rüber, bevor der Herr zumacht. So. Dann haben wir zumindest noch ein bisschen Geld verdient. Was wir ehrlich gesagt auch dringend machen müssen. Wir werden, denke ich mal, nach der Horde auch mal wieder eine 5er-Quest machen. Wir haben in der Wüste noch ein bisschen was, so ist es nicht. Los. Ich will es jetzt erstens kurz vor der Horde nicht machen. Könnte zeitlich ein bisschen knapp werden, weil wir halt bei der Hordenbase auch noch was machen müssen. Und zweitens habe ich immer das prompte Leben. Normalerweise nehme ich immer so 4-5 Folgen am Stück auf. Im Moment muss ich nach jeder Folge echt erstmal Pause machen, weil mir so dermaßen der Hals kratzt, dass ich erstmal was trinken muss. Und mich erstmal aushusten muss. Und am besten Nasenspray rein, damit ich überhaupt noch Raum kriegen kann. Dadurch zieht sich alles ein bisschen im Moment. Hey, ich hoffe, ich bin diese Erkältung bald los.
So was kann man nicht gebrauchen. Es ist einfach nur störend. Da, da. Ja, ja. Oh Gott, ja, aber hier so Schluss mit diesem Getrelle, Alter. Weiß nicht, wenn ich krank bin, dann werde ich immer so wehleidig. Das ist furchtbar. Warum die zumindest meine Frau? Kann ich selber nicht so ganz beurteilen. Krieg mich ja nicht selber mit. So, mein Freund. Die Kunst des Bergbaus Bond 6. Na, dann haben wir da nicht. Rutschung. Da du jetzt weißt, wie du dich zu bewegen hast, kommst du im Fall einer Rutschung meistens heil davon. Alleine 50% weniger Schaden durch eingeschützte Minenschicht. Na, das nehmen wir doch glatt, ne? Das fehlt uns noch. Und ja, gut, haben wir den 6er, den Rest brauchen wir auch nicht. Nehmen wir doch die 9mm noch mit. Wunderbar. Sonst irgendwas Brauchbares? Hausmodell 8. Ja, warum nicht, aber nicht für jetzt. So, warte mal. Wohl haben wir so nicht. Okay, warte mal. Ich wollte aber einmal kurz gucken, ob du sonst vielleicht irgendwas Brauchbares hast, mein Freund. Oh, ne, aktuell jetzt nicht so wirklich. Nö. Nö. Vielleicht hier? Na gut, Bauplan Verbandskästen, aber ehrlich gesagt ist mir das zu teuer. Ich gebe doch keine 1000 Feder für ein Rezept aus, was man finden kann. Mö. Gut. Hat er nicht. Er hat zu schön gewesen. Hier ist Rich jetzt im Snebio. Okay. Komm aus Seelen vor, ne? Oh, hallo Luchi. Tschüss, Luchi. Keine Zeit für dich. Hab noch keine Schrotze, um dir den Kopf wegzublasen. Das muss warten. Wir hören uns später. Rutscht natürlich auch noch weg, wie der. Wir fahren erstmal nach Hause. Jetzt will ich erstmal gucken, das Stall. Ich weiß, dass ich ein Crucible gebaut habe. Muss, glaube ich, vergessen, Stall anzusetzen. Das brauchen wir für die Hordenbase. Zwar ganz dringend. Zum Glück fällt mir das jetzt noch ein. Ganz, ganz dringend brauchen wir Stall, weil die kloppen uns sonst irgendwann die Base auseinander. Weil Eisen hatten wir, glaube ich, eingeschmolzen, wenn ich mich nicht täusche. Ne? Da muss ich jetzt unbedingt mal nachgucken. Oh, hier riecht jetzt auch, wie es aussieht. Zumindest ist es sehr, sehr nebel. Neblig. Nebelhaft, wollte ich sagen. Ne, wie heißt das? Nebelhaft oder neblig? Neblig, glaube ich, ne? Ach, deutsche Sprache, schwere Sprache. Ich glaube, nebelig heißt das. Ist ja auch egal, solange jeder weiß. Oh, meine Erkältung. Aber jeder weiß, was ich meine. So, das wollte ich sagen. Lalala. Lala. Okay. Unsichtbare Wand vor der Tür. Hier. Sehr schön. So, den lassen wir mal ran an das Hordereisen. Einmal kurz. Gucken. Olle Legebrot hier. Das ist so typisch. Gut, wo war die? Auf jeden Fall hat der hier den Crucible. Das ist schon mal schön. Den kriegst du mal ein bisschen Holz. Dann machst du jetzt mal einen ganzen Schwung geschmiedeten Eisen. 466. Dot Guide. Oh, der hat Coin. Der braucht aber auch aktuell nicht laufen. Ja, auch nicht. Der auch nicht. Gut, aber zumindest gibt es einmal Stahl. Gut, den werden wir hier gleich mal weg Lugi machen. Eisen. Das kommt damit rein. Den pocken wir hier erstmal weg. So, Gobelet habe ich mir schon mal so einstecken. Dann haben wir noch ein bisschen Chili-Düschen einstecken. Das Dorf haben wir auch drüben, ne? Lehm, Leder haben wir aber auch. So, das Dorf haben wir hier genauso. Damit der ganze Kram mal wegkommt. So, leere Gläser haben wir oben, das weiß ich. Electrical Ports, die haben wir auch hier. Aber ansonsten haben wir fast alles oben. Das hat noch keine Kiste, das noch nicht. Holz kommt erstmal wieder hier hoch. Wasser ist oben. Gut, aber auf jeden Fall die Dosen noch. Gute Schemdöschen. Da rein. Gute Erbsen. Wo kommen die guten Erbsen hin? Da. Durcheinander wird hier nicht geduldet. Danke. Und dann haben wir ja noch eine gute Miso-Suppe. Sowas würde ich in Wirklichkeit nie essen. Gut, der Rest halt Kleber. Kommt erstmal hoch, wollte ich sagen. Kleber.
So. Also, erstmal so, warte mal, da sind die Kartoffis. Da ist der Mäus. Ah, yes. Tierfett haben wir nicht, ne? Was ist das gute Fleisch? Hey? Zweimal Fleisch? Ne, ich wollte gerade sagen. So, da kommt das gute Gommelfleisch rein. Das hätten wir auch. Mundi kommt erstmal rüber. So, warte mal. Die Gläser hatten wir hier, ne? Jo, sehr schön. So, warte mal. Da haben wir die alle Hull. Da haben wir den. Die haben wir nicht. Das haben wir auch gerade nicht. Die Korn hier mit drin. Da haben wir gerade nichts von. So, hier sind Fetti-Sachen. Hier kommt eine Verband mit rein. Und. Aber die packe ich mal extra. Das wird hier erstmal gesammelt hier. Also in die Verkaufskiste. So. So, wir brauchen eigentlich nur noch die Spirit-Szenen. Die Spirit-Szenen, die kommen hier mit drin. So, und Getränke. Hier kommt das Wasser rein. Und trübes Wasser hatte ich unten, ne? Jo. So, Schießpulver. Hatte ich das schon irgendwo? Ich glaube nicht, ne? Bin mir da jetzt auch nicht so sicher. Auf jeden Fall kommt hier erstmal die drin. Da erstmal die. Und die. Die sollte ja, wie gesagt, das ist sowieso nur vorübergehend. Das kommt auch erstmal in die Verkaufskiste, aber Schießpulver, ich weiß es nicht. Ich glaube, das hatte ich noch nicht und sollte hier ja in der Hammond rein, ne? Der inzwischen fertig ist. Gut, getrocknet ist auch alles. Sehr schön, sehr schön. Aber eins hat dem anderen. Ja, ich glaube, Schießpulver habe ich noch drüben. Ich gehe aber kurz rüber. Schaden kannst du auf jeden Fall nicht. So, wir haben noch nicht alles drüber. Den größten Teil, aber noch nicht alles. Oh Mann. Hier fehlt echt die Indiana Jones Mugge. Würde perfekt passen. Zumindest, wenn man lange laufen muss. Gut, 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 gut. Haben wir hier nicht noch was dritten? Oh ja, das ist ja schon mal drüben, ne? Aber. Ah, komm, brauchen wir ihn noch. Können wir erst mal mitnehmen. Das war Eisenpfosten. Betonpfosten. Gut, das brauchen wir aber später erst. Allgemein, mal gucken, was haben wir doch hier. Na gut, die, ja, das kommt aber alles so rüber. Dann habe ich Schießpulver garantiert auch noch hier. Genau, ja. Hier ist Schießpulver. Guck mal. Guck mal, guck mal. Da. Die werden wir einmal reparieren, mein Freund. Kriege ich da die Mod drauf? Weiß es gar nicht. Kann man ja mal gucken, ne? Jupp. Dadurch ist auch, glaube ich, ein bisschen mehr wert. Und die ist voll, ne? So gut wie, würde ich sagen. Ah, passt aber noch. Gut, sollte ich unbedingt verkaufen. Dort zimmern wir den mit rein, das kommt eh rüber. So. Ich hoffe nur, wir haben genug Farbe. Stahllüft, das brauchen wir auf jeden Fall für die Hordenmesse. Ich hoffe, ich kriege zumindest genug zusammen, um die Treppe zu steil zu machen. Und um die Balken zu reparieren. Das wäre das Wichtigste überhaupt. Den Rest kann man später machen. So, den... hier ist das Geld, Mensch. Da. Wunderbar. Die sollen runter, obwohl ich sie eigentlich auch einstecken kann, weil ich die eh brauche. Und ein paar haben wir auch noch hier, ne? Nee. Hier, ne? Jo. Die brauche ich eh gleich. Den müssen wir mich jetzt wirklich erstmal einmal kurz. Ich hoffe, das Holz reicht. Die Deckel machen. Deckel. Oh, haben wir 50 Stück, würde ich sagen. Und ich hoffe, weil der Raum ist ja ein bisschen größer als die anderen. Dass die Fläche hier nicht zu groß ist, damit die Frames runterkommen. Oh, das werden wir sehen. Ansonsten muss ich ja irgendwie Stützbalken zwischenmachen oder so. Oh, das werden wir wohl feststellen. Ob das geht, ne? Kann sein, dass es gerade ebenso reicht. Wenn sie runterkommen, haben wir eine Menge Holz verschwendet, aber zumindest kein Beton. Den wissen wir zumindest Bescheid. So.
schön, sehr schön. Das scheint aber zu gehen. Ja, also bis jetzt. Hildis, ich brauche bloß mehr Frames. Machen wir mal 50 Stück. Dip, 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 dip. Scheint gerade eben so zu gehen. Ich glaube, viel größer darf der Raum auch nicht, ohne dass es runterkommt, wenn man keine Stützbalken hat. Nein, da noch nicht hin. So. Sehr schön, sehr schön. Na, das geht. Das wäre schon runtergekommen. Haben ja fast den ganzen Raum. Wunderbar. Und jetzt ist wieder eins dieser Momente, wo ich wünschte, ich hätte eine Nagelschusspistole. Aber ich glaube, das habe ich mir in dieser Staffel schon so oft gewünscht. Da werde ich wohl bis Weihnachten warten müssen. Also zur A20, bis ich eine kriege. Gut, gut, gut. So. Aber wäre auch ein schönes Weihnachtsgeschenk, ne? Wenn die A20 genau an Weihnachten kommen würde. Sehr schön, sehr schön. Es hält auf jeden Fall. Das ist wunderbar. Den. Ah, ja, gut. So viel Goblin-Stone haben wir jetzt, glaube ich, gar nicht. Gut, Beton habe ich jetzt. Ja. Kann man es wieder machen. Aus Beton muss ich aber trotzdem. Aber eins nach dem anderen. Hauptsache, sie hält erstmal. Den hoffe ich mal echt, dass der Stone rechtzeitig fertig wird. Wisst ihr mal, ich glaube 45 Minuten oder so hat er angezeigt, ne? Also definitiv noch vor der Runde fertig. Wenn ich es nicht wieder vergesse. Na, warte mal, was geht vorher aus? Holz oder Stein? Holz. Eindeutig Holz. Obwohl, ne, Stein braucht er 10, ne? Oh, und Holz 8. Ah, so oder so reicht das nicht. Ich mache jetzt erstmal so weit, wie es geht. Womit wir das Ganze hier endlich mal eingerichtet kriegen. Ich glaube, der andere Raum... War der größer oder kleiner? Ich wusste es nicht. Aber ich will hier auch so langsam aber sicher ein Dach drauf haben, dass wir halt nicht irgendwie von Geiern angegriffen werden können. Gut, gut. Ich weiß, Beton kommt doch noch, mein Freund. Das Problem ist, ich weiß es gar nicht mehr, ich brauche noch Beton für die Hordenbesen. Ich muss da jetzt ein bisschen aufpassen, bevor ich weiterbaue. Ich glaube, ich werde jetzt erstmal das nächste Mal mich kurz um die Hordenbase kümmern, bevor ich hier jetzt den ganzen Beton reinballer und ich dann nicht mehr genug habe, um die Hordenbase zu reparieren, was ist das blöd wäre. Gut. Ja, gut, ja. Puh. Ah, ich weiß, das ist hier. Aber es gehört aber auch zum Spiel dazu. Nicht gerade super interessant, ehrlich gesagt, aber... Was soll's? Aber wie gesagt. Da warte ich sowieso erstmal ab. Dann ist jetzt, glaube ich... Oh Gott, ich komme halt zu gerade. Bei mir ist jetzt gerade nicht gerade 4:30. Also 15:30. Normalerweise habe ich um die Zeit schon 5 Folgen aufgenommen. Jetzt bin ich gerade mal knapp Ende der 2. Folge. Das ist furchtbar im Moment. Aber wie gesagt, abwarten. Interessieren würde mich eure Meinung mal, wie ich in der letzten Folge sagte, zu Simulationsspielen. Zumindest hätte ich da mal voll Lust drauf, ehrlich gesagt. Aber halt, man kann halt auch nicht jedes spielen. Bin jetzt ein Simulationsspiel, aber auch nicht der Experte, ehrlich gesagt. Weiß ich jetzt nicht, welche da wirklich gut sind und welche nicht, aber ehrlich gesagt, das ist ja auch egal. Man kann da ja so eine Art Reihe draus machen. Einfach verschiedenste Simulationsspiele antesten und dann halt seine Meinung dazu abgeben, ob man es gut findet oder nicht gut findet. Sicherlich ist da auch einiges zwischen, was man denn schon eher als Let's Trash bezeichnen könnte, aber ich denke mal, da finden sich auch einige Perlen mit zwischen. Da müsste man sich echt mal genauer beschäftigen. Das ist ja wie mit Indie-Games. Es gibt viele Indie-Games, die wirklich gut sind, es gibt aber auch jede Menge Müll dazwischen. Also, das kann man so anhand von Bildern gar nicht sagen, das müsste man selber ausprobieren.
Ich finde auch, man kann anhand von Videos nicht unbedingt sagen, ob das von einem ist. In Videos sieht das meistens interessant aus. Aber wenn man das selber spielt, dann ist es wieder ganz anders. Finde ich. Und es hat ja auch jeder eine andere Vorstellung oder Meinung zu einem Spiel. Daher ist es echt immer schwierig zu sagen. Aber ohne Ausprobieren wird man es nicht erfahren. Das dürften aber zumindest gleiche Steine oder Holz weg sein. Und den werden wir uns erstmal um die Hortenbees kümmern. Wie gesagt, deutlich sonst. Keine Ahnung, Horby, ob die Beton noch reicht. Ich habe mich jetzt kaum lassen schimmern, wie viel wir haben. Naja, gut. Ich glaube, mir geht doch vorher das Holz aus. Oder so ich gerade eben so. Ich meine, im Verschätzen bin ich ja gut. Sehr gut. Jut. Ja, sehr interessant. Ich klappe mit dem Hammer rum. Was mich wundert, dass er da gar keine Ausdauer findet, ist mir aufgefallen, weil sonst war das immer so, dass die Ausdauer immer quasi auf Null war, während man am Verbessern war. Während er jetzt sich so gut wie gar nicht runterbewegt. Warum auch immer. Wahrscheinlich durch die Skillung oder so, ich weiß es nicht. Und Licht muss ja natürlich ran. Ne, da weiß ich auch noch nicht so genau, wie ich das machen soll. Bis jetzt habe ich einfach nur die Lampen da oben rangehängt. Das gefällt mir aber nicht, ehrlich gesagt. Da muss ich mir echt was anderes einfallen lassen. Will aber auch keine Kabel an der Wand liegen haben. Klar, man könnte, wenn man einen doppelten Boden macht, die Kabel verstecken, aber das sieht ja auch wieder so klubig von außen aus. Alles so schwierig, du, dann ordentlich hinzukriegen. Hausflipper zum Beispiel fällt mir jetzt auch nicht schneller noch ein. Dort wäre auch, ist ja auch erst eine Simulation, da geht es ums Häuser renovieren. Dort ist auch ein schönes Spiel, das muss ich mal zugeben, habe ich auch schon angetestet. Zumindest für die ersten zwei, drei Häuser hatte ich doch gemacht. Dort ist ganz interessant. Aber wird halt auch sehr eintönig auf Dauer, weil sich das ständig wiederholt. Dauer sieht alle so eine... Oh gut, der ist wiederholt sich. Welches Spiel wiederholt sich nicht? Mensch, fass durch. Wir kriegen die Decke noch fertig, wie es aussieht. Das wäre ja sehr, sehr schön. Pass auf, gleich auf den letzten drei Blöcken. Nicht mehr genug Holz. Hey, machst du wohl hier die Streune mit, mein Freund? Danke. Und wenn dann später die Treppe ist, obendrauf, mal gucken, obendrauf wird wohl hauptsächlich eher der gemütliche Teil kommen, wie Wohnzimmer, Küche und solche Späßchen. Küche haben wir ja schon, Wohnzimmer wollte ich. Vielleicht noch ein Büro, ein Partyraum. Wenn wir irgendwie mal in einem, ja, das weiß ich nicht, wie ich es machen soll. Ich hätte so gern einen Billardtisch, ne, aber... Man kann den Billardtisch weder noch beim Händler kaufen, noch irgendwie selber craften. Was ich sehr, sehr schade finde. Und Kreativmodus ist leider für mich persönlich keine Option. Das wäre schief. Also schade, schade, dass man da so nicht rankommt. Jetzt haben wir es ja gleich. Gut, gut. Und den erstmal die Hordenbase. Das wird ja wieder eine Nacht- und Nebelaktion. Aber gut, ich muss sie verbessern. Oder zumindest reparieren und ein bisschen Stoll aufrüsten. Und bei der letzten Horde haben sie uns schon fast die Treppe weggeknüppelt. Das geht so nicht. Absolut nicht. Das muss. Reicht es noch? Ich nehme Wetten entgegen. Reichen die Steine oder das Holz oder reicht es nicht? Ah, ich tippe mal auf. Nein, es bleiben zwei Blöcke übrig. Mal gucken. Ich habe es jetzt nicht ausgerechnet, also daher reine Vermutung. Oh,
Tor sind es ja noch. Jut, jut. Habe ich den Fußballer nicht? Ja, den hatte ich gemacht, ne? Okay. Oh Mann. Gedächtnis, Gedächtnis. So. Na? Na, mal gucken, hatte ich recht? Nein, hatte ich nicht. Okay. Es reicht, wie es aussieht. Jo. Na ja, gut, ja. Aber viel ist nicht übrig. Aber es hat gereicht. Sehr schön. Wieso ist hier nicht so hell drin? Der ist aus. Helmlichtmod habe ich gerade auch ausgemacht. Jo. Keule weg. Nee, die Keule macht das Licht auch nicht. Ach, wahrscheinlich, weil es dann nicht ganz Nacht ist. Wird aber gleich Nacht. Gut. Den haben wir das hier, jo. Wie gesagt, dann kümmern wir uns jetzt erstmal um die Hornbase das bisschen noch reparieren. Das muss ja sein. So viel war das nicht. Und den machen wir da wohl, ne? Wir müssen zumindest die Decke noch aus Beton machen. Und wir, glaube ich, nicht mehr so viel Beton haben, ne? Hier ist ein bisschen und der Rest ist, glaube ich, eine Betonmischung. Naja, gut. Nicht mehr so viel ist, okay, wir haben mehr als gedacht. Wir haben noch ein bisschen, aber wir machen trotzdem erstmal die Hornbase. Naja, heute aber Schluss. Morgen machen wir weiter. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bye, bye.